Boah, es ist so kalt heute. Ich bin ja mit dem Mofa unterwegs mittlerweile, weil mein Auto hat den letzten Kortinarienkurs in Hornberg nicht überlebt. Es wollte in Hornberg bleiben bei den Kortinarien. Jetzt muss ich Mofa fahren. Und es ist so kalt. So kalt. Aber für euch, wie gesagt, kein Problem. Setzen wir aufs Mofa und finde Pilze im Frühling. Heute ist der 1. März. Und die Tintlinge sprießen. Überall in wunderschönen Horden. Kann man die essen? Man kann zumindest mal dran riechen. Man kann mal ein Stück probieren. Ich habe gerade Bärlauch gegessen, aber. Schmeckt nach nix. Oder besser gesagt nach Bärlauch. Macht keinen Sinn, muss ich erstmal warten, bis sich der Bärlauch auf meiner Zunge beruhigt hat. Aber sind die nicht hübsch? So riesengroße Mengen mag ich Pilze am allerliebsten. Dann kann man mit der Schaufel ernten. Da hinten sind noch ein paar ältere. Und da sind sogar schon ein paar verreckte. Ja, die sind schon in der Autolyse inbegriffen. Die haben es wie mein Auto gemacht. Sie haben sich selbst aufgelöst. Gut, Tintlinge. Was für welche? Wie immer schwierig. Wir einigen uns auf Tintlinge. Und wir ziehen weiter in den Auenwald hinein. So sieht es hier aus. Bärlauch ohne Ende. Noch keine Meucheln entdeckt. Werde ich auch nicht heute. Dafür finde ich ein paar andere spannende Sachen. Weiter geht's. Hauptsache es wird gleich warm. Bis gleich. Und schon der zweite Pilz zeichnet mir ein Fragezeichen auf die Stirn. Wie ihr sehen könnt, ist der gelb, wenn er jung ist. Und wenn wir hier mal hingucken und mal so einen alten nehmen hier und den mal umdrehen, sehen wir, der ist auch so gelb. Also sagen wir mal, wir haben es hier mit der gleichen Art zu tun. Holzbewohnend. Ziemlich hart, richtig hart. Und ganz dünn. Ein Schichtpilz vielleicht. Knorpelig irgendwie. Hier unten sind auch noch so andere, aber das ist glaube ich was anderes. Schichtpilze sind problematisch, aber zahlreich. Gute Frage. Von der Farbe her würde ich sagen, fast wie ein Pfifferling. Ich habe übrigens meinen letzten Pfifferling am 31.12. gefunden. Wollte ich euch mal gesagt haben. Und ich wollte eine Challenge aufmachen, wer später einen findet. Aber ich war, glaube ich, um 16 Uhr oder so irgendwas. Die Challenge kommt irgendwann nochmal. Dass wir gucken, wer den letzten Pfifferling im Jahr findet. Der erste ist uninteressant. Was haben wir hier? Aha. Das ist deutlich zäher, deutlich dicker. Kein Schichtpilz. Es ist ein Vitalpilz. Und der fühlt sich auch noch ganz vital an. Der ist relativ frisch gewachsen. Ich hätte sagen, das sind Schmetterlingstrometen. In reinen Mengen. Und ich habe vorher noch eine andere Tramete gefunden. Ich nehme die mal mit, dann zeige ich euch mal den Unterschied. Ich mache mal kurz aus, bin gleich wieder da. Bums, bin ich wieder da. Das ist die andere Tramete hier. Das ist von unten. Ne? Von oben sieht sie auch dramatisch aus. Fühlt sich ähnlich an. Wabbelig, frisch. Aber die hier, die ist ganz grau von unten. So rußfarben ist die, glaube ich. Ne? Würde man sagen, wohingegen die hier beige ist. Das ist die sogenannte Schmetterlingstramete, würde ich sagen. Und das hier, heißt die nicht sogar rußgraue Trameter, so irgendwas? Gell? Irgendwas in der Richtung. Ich habe recht. Hoffentlich. Aber das kann ich nachgucken. Trameten gibt es nicht so viele. Das finde ich raus. Schön. Lasse ich aber alle da. Und es geht weiter in den tiefen Wald.
Was vermeide ich jene Wege, die ausgetreten sind? Welch ein törichtes Verlangen treibt mich in die Wüsteneien, treibt mich in die Wüstene. Na, da kommt schon wieder einer. Überall Freaks unterwegs heute. Hier muss es doch morgen gehen. Mal gucken. Weiter geht's. Ha, jetzt habe ich gerade Don getroffen. Absolut witziger Freak, der hier am Bärlauch sammeln war. Wir haben uns eine halbe Stunde unterhalten über Kräuter und über Pilze. Er hatte weiße Haare und schwarze Haut und sah richtig lustig aus. Und dann habe ich ihm noch gesagt, dass hier Pilze wachsen, nämlich die hier. Das ist der gemeine Fußballpilz, kennt ihr den? Also nicht Fußpilz, sondern Fußballpilz. Na, sowas schon mal gesehen. Obala. Das ist eine Leiche von einem Pilz. Und zwar von einem Riesenbobisten. Fühlt sich total lustig, wie so ein Schwamm. Ich glaube, wenn man den leer klopfen würde, dann hätte man so eine Art Schwamm am Ende. Aber da kann man eine Stunde lang mit Fußball spielen, da kommen immer noch Sporen raus. Hier, zack. Dann hat man was zu tun, dann Pilze sammeln. Jetzt kommt ein Fahrradfahrer, muss aufpassen. Ja, so machen wir weiter. Bis gleich. Ich muss immer noch an den netten Don denken. Und dabei Pilze finden. Da haben wir ein freshes Exemplar. Haben wir die nicht schon vor ein paar Tagen gehabt? Oh, warte mal, jetzt ruft einer an. Ich muss auflegen. Ja, die hatten wir, glaube ich, schon. Das sind die, wo der Stiel so bricht und auffasert und der Hut auseinanderfällt, leicht gerieft. Und wie man sehen kann, Hygrophan, das müsste doch schon wieder der frühe Faserling sein, wenn mich nicht alles täuscht. Der macht sich hier bequem. Immer diese Haufen von den Regenwürmern, haben die nicht irgendwie eine eigene Ästhetik? Wie kann Kaka schön sein? Aber bei den Regenwürmern hat es irgendwas. Hat irgendwas, finde ich. So kleine Lössmännchen. Aber die kennen nur die Leute, die hier aus der Gegend kommen, hier vom Kaiserstuhl. Ja, so ist die Natur am 1. Mai. Sie gibt und nimmt. Und ich rufe jetzt meinen Kollegen an, der gerade angerufen hat. Bis gleich. Ha, wir können mit einem Vorurteil aufräumen. Gewisse andere Kollegen von mir, die auch relevante Pilzkanäle betreiben, haben behauptet, dass dieses Jahr der Wintertrompetenschnitzling nicht gesellig wächst. Aber wenn wir uns den hier mal angucken, zack. Und hier zack und zack und zack und zack und zack. Also die Theorie ist widerlegt. Nicht überall auf der Welt dieses Jahr sind Wintertrompetenschnitzlinge solo anzutreffen. Hier auf dieser Wiese, ich zeig's euch mal, da wusste ich nämlich, dass die wachsen. Da bin ich jetzt hergekommen und hab mir das angeschaut hier. Die sehen zwar schon ein bisschen oll aus, vielleicht sind es auch gar keine Wintertrompetenschnitzlinge. Aber ich würde mal vermuten, es sind welche, denen es allerdings nicht mehr so gut geht. Mein Weg führt mich über diese Ausgleichsfläche hier hinten für den Spatenstich vom Olaf Scholz für das neue Stadtteil. Hier werden Eidechsen wachsen da hinten demnächst. Da hinten rein und dann suchen wir da weiter. Nach Samtfußrüblingen, nach den letzten, so ist der Plan. Bis gleich. Ist das nicht ein Bild für Götter? Die Menschen, die jetzt in dieses neue Stadtteil einziehen, das ist Dietenbach. Die wohnen dann jetzt im Dietenbach und die Eidechsen, die dort gewohnt haben, die wohnen jetzt hier. In diesem sehr aufgeräumten, wie soll man sowas nennen hier, Doppelhaushälfte Eidechsen Neubaugebiet eingezäunt, damit sie nicht abhauen können. Sonst laufen die nämlich alle wieder zurück, da wo die Menschen wohnen. Das will ja keiner. Und deswegen hat man denen hier jetzt ihr eigenes Domizil errichtet. Allerdings, wie soll ich sagen, nach sehr menschlichen Strukturen immer so ein Häufchen Holz, Häufchen Stein. Dann so
auf geschüttetes Kleinholz. Dann kommt eine Wurzel und dann kommen schon wieder die Steinchen. Und so geht es weiter. Hier den ganzen Bereich entlang. Ja, so wohnen Eidechsen heute. Ich verlasse dieses Terrain der Bescheidenheit möglichst schnell und suche mir einen Platz, wo es schöner ist. Bis gleich. So ganz uneigennützig war es ja nicht, hier bei den Eidechsen vorbeizuschauen, weil die netten Menschen haben hier ganz vieles altes, tolles Holz hier abgelegt und da wachsen Pilze raus. Guckt es euch mal an. Und man kann es auf dem Handy wahrscheinlich wieder schlecht erkennen, aber die Farbe spricht eindeutig für, ich habe den Namen vergessen, Hack, zack. Schwefel, auch blättriger Schwefelkopf. Wie heißt jetzt der andere? Hä? Ist schon so lange her wieder. Grünblättriger Schwefelkopf. Jetzt habe ich's. Ein grünblättriger Schwefelkopf. Wächst hier aus diesem Baumchen raus. Man muss nur genau gucken. Das sind die ersten dieses Jahr, für dieses Jahr. Die beobachte ich natürlich weiter und hier muss ich noch ein bisschen weiter gucken. Ich muss noch ein bisschen hier bleiben und mich umschauen, damit man noch weitere schöne Pilze findet. Juhu. So, den hatten wir ja heute schon mal, gell? Aber wir sind mit Proof of Concept. Oh. Na, was sagt ihr? Hatten wir den schon? Ja! Es ist wieder der Winterstielporling. Der da wächst auf dem Ast. Der hier ist ganz versteckt. Seht ihr den? Guck mal da. Dulli, dulli, dulli. Ja, aber ist auch einer drunter. Gut, aber den hatten wir schon. Kümmern wir uns nicht weiter. Los geht's tiefer in den Wald. Da geht's lang. Hier in die Richtung. Juhu. Der erste blühende Löwenzahn. Guckt euch die mal an. Die sind alle so ganz kurzstielig. Die sehen aus wie so Silberdisteln. Alle ganz kurz. Und irgendwo habe ich den Hammer entdeckt. Irgendwo war nämlich schon einer verblüht. Ah, der ist weg. Guck mal, da sieht man das. Da ist schon. Da sind schon die ersten durch mit der Blüte. Und mittendrin Wintertrompetenschnitzlinge. Der hier steht jetzt alleine. Aber also man muss nicht weit laufen. Und da stehen die nächsten. Und so geht es hier weiter bis an den Horizont. Und da laufe ich jetzt hin und fahre heim. Tschüss, bis zum nächsten Mal.